Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Chrono Trigger. Ich muss euch was sagen, Leute, dieser Part ist nachkommentiert. Und zwar von mir nachkommentiert. Ich habe einen Gast gehabt, was heißt gehabt? Ich habe einen Gast bei dieser Aufnahme. Der Gast wurde auch aufgenommen, allerdings meine Stimme nicht. Ich erzähle euch an dieser Stelle hier gerade, dass wir im letzten Part hier bei 600 Anno Domini versuchen rauszufinden, was es mit Lavos auf sich hat und wie wir verhindern können, dass er in der Zukunft, ja, quasi, dass er in der Zukunft aktiviert wird. Ja, und jetzt weiß ich nicht, wann... Ja, jetzt kommt gleich John. Ja, hallo, schön, dass ich wieder dabei sein kann. Aber gerne doch, gerne doch. Ja. Mhm. Ja, das wird jetzt ein bisschen konfus, weil ich jetzt gar nicht mehr weiß, was er sagte und wann. Und ja, ihr müsst da jetzt durch. Mhm. an dieser Stelle erkläre ich John gerade, was wir im letzten Part oder wo ich überall geschaut habe, wo es weitergeht. Und er wird mir dann Tipps geben, wie es weitergeht. Ja, und ich habe da einiges übersehen, was wir gleich sehen werden. Mhm. Oh Gott, das ist vielleicht ein bescheuert, jetzt nur die eigene Stimme nachkommentieren zu müssen. Wie ihr seht, laufen wir jetzt hier gerade rum. Okay. Ja. Ich schaue da auch nochmal ins Ältestenhaus rein. Werde auch nochmal den Ton noch kommentieren. Ja, hätte ich nur etwas Rauchfleisch, dann gäbe es ein tolles Essen. Hm. Warst du denn schon im südlichen Wald? Nee, da war ich wohl noch nicht. Da weiß ich gar nicht, wie es da hingeht. Genau, die magische Höhle liegt unter dem Berg. Da müssten wir noch hinkommen. Richtig. Und die Schatztruhen, die können wir ja noch gar nicht öffnen. Ja, da erzähle ich jetzt hier von Tata. Mhm. Und diesem Helden, den wir noch nicht getroffen haben. Ja. Genau, jetzt erzähle ich hier gerade meine Theorien, wo es denn weitergeht. Ja, ich muss jetzt das so machen. Also ich kann jetzt nicht so tun, als wäre das jetzt original. Das liegt mir einfach nicht, Leute. Ich hoffe, ihr seht mir drüber hinweg. Ja, genau, da hat es angefangen. Da sind wir rausgekommen. Ist mal hergekommen, ne? Genau. Warst du schon im Wald? Also in dem südlichen? Nee, da war ich noch nicht, weil da habe ich ja den Eingang nicht gefunden. Mhm. Kannst du dich mal umgucken. Also ich verrate mal nicht, wo er ist. Ja, und da suchen wir den Wald. Ja, Leute, das ist jetzt, also... Das jetzt hier nachzukommentieren, ich wiederhole mich, aber das ist wirklich... Banane ist das, ganz ehrlich. Ich gebe es ganz ehrlich zu, das kann ich nicht. Deswegen versuche ich euch jetzt so ein bisschen über Wasser zu halten. Und da ist okay. Auch schon da. Ja, genau, okay. Da ist der Eingang. Na, der war vorher noch nicht da. Ne? Deswegen. Ja, aber jetzt ist er da und jetzt geht's rein hier. Und da kommen auch schon die ersten Monster, aber erstmal holen wir uns die Kiste. Einmal Tonic Mate, jawohl, sehr schön. Immer drauf auf die Monster. Jawohl. Ja, der Zyklon, der haut immer gut rein. Und wie ist bisher dein Eindruck von Chrono Trigger? Ja, also sehr gut, das gefällt mir sehr gut. Ja, gerade diese Zeitreisegeschichten, nicht wahr? Die sind ja mal mein Lieblingsthema. Finde ich prima. Mhm. Ja, die Magien sind richtig geil. Ja, auf jeden Fall. Die hauen richtig rein. Meistens jedenfalls. So wie hier zum Beispiel.
Total. Das wird noch viel besser. Ja. Mit Sicherheit. Da kommen noch einige. Ja. Da seht ihr, Leute, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gesagt habe. Obwohl ich das jetzt direkt im Anschluss hier nachkommentiere, weil ich sofort gemerkt habe, dass ich Mist gebaut habe. Hatte vergessen, bei Fraps einzustellen, dass das Mikro mit aufgenommen wird. Hatte Fraps neu installiert und ja, hab's dann vergessen. Komischerweise hatte ich gedacht, als ich eine Testaufnahme machte, dass alles stimmt, aber dem war nicht so. Ja, Unterkunft kann man immer gebrauchen, das ist sehr gut. Und ich weiß nicht, was ich da jetzt laber, aber gut. Mhm. Weiter geht's im Text. Ja, das ist eine ziemlich große Quest, also da wird man noch ein bisschen länger dran sitzen. Ich schipp mal so 4 bis 5 Parts. Jo, mal schauen, da bin ich sehr gespannt, was da noch alles auf uns zukommen wird. Und ja, ich denke ihr auch. Aber die meisten kennen das Spiel ja sowieso schon. Ja, da habt ihr gerade Skype gehört. Was ich vergaß abzuschalten, ja. Und wir haben ja keine... Nee, ich finde, daran gewöhnt man sich. Das war am Anfang, hat mich das auch ziemlich geflasht, aber das wird sehr häufig jetzt kommen. Immer wenn man merkt, man macht kaum Schaden und so, dann einfach mal ein Gewitter drauf und dann ist er auf einmal, aber halt wirklich nur für eine kurze Zeit verwundbar. Das auch, ja. Ja, Leute, wie gesagt, ich habe euch gewarnt, das wird etwas konfus hier mit diesem Part jetzt. Aber was will man machen? So, weiter geht's im Text. Ah, ihr merkt es sicher, dass ich es einfach nicht gewöhnt bin, nachzukommentieren. Hm? Genau, John bestätigt. Oh ja, das wusste ich sofort, dass du da leiden wirst. Aber da leidet jeder. Ja, genau, beim Nachkommentieren, da leidet jeder, das stimmt. Da kommt leider noch was Schlimmeres wie die Fabrik. Ah ja, okay, es ging um die Fabrik. Natürlich ging es. Ist optional, aber du wirst es garantiert machen. Natürlich ging es nicht ums Nachkommentieren, ist klar. Ja. Aber leider eines muss man machen noch später. Aber das geht schon. Mit etwas. Ja, da ging es. Das letzte Mal hast du es ausprobiert, das ganz teure muss man machen. Ja, da ging es um diese. Da ging es um diese Spiele. Auf dem Fest. Ja. Es ist, also wenn man es erstmal ein bisschen beherrscht, ist es relativ schaffbar. Ja, stimmt, ja. Sehr wichtig. Ja, ich habe jetzt überlegt, ob ich das jetzt... Ich hätte es auch nochmal komplett neu... aufnehmen können ohne John, aber ich habe gedacht, naja gut, warum nicht? Habt ihr mal einen etwas anderen Part? Was soll's? Nächstes Mal geht's dann wieder normal weiter. Ja, das wird bald besser. Hast du schon das erste Double von Marlo und Luca? Das habe ich, glaube ich. Ja. Anscheinend noch nicht Feuerwirbel, ansonsten ist da... Ah doch, Antipiote. Antipiote ist sehr, sehr geil. Da gibt es später auch noch stärkere Stufen, also das ist eins von den stärksten Zaubern überhaupt. Geht leider nur auf einen, aber das ändert sich später noch. Für einen Gegner immer göttlich. Der wird Feuer und Eis fusioniert.
Oh, das haut richtig gut rein. Autsch. Garantiert. Ja, was auch immer garantiert ist, ich weiß es nicht. Garantiert ist der Kampf jedenfalls gleich vorbei. Ja, mir fällt jetzt gerade nicht so viel ein dazu, ehrlich gesagt. Ja, also nachkommentieren ist absolut nicht mein Ding. Bin mir auch jetzt nicht sicher, ob Feuer oder Blitz. Eigentlich auch Blitz, aber ich glaube, die haben das einfach gemacht mit Feuer gegen Eis und Blitz gegen... was war da noch? Oder gab's nur die drei? Ach so. Wasser gab's noch. Ne, es gibt Wasser und Eis. Ah ja, es ging um die Elemente. Schatten kommt noch und... ja. Welches Element gegen welches? Genau, richtig. Bist du hier, um deine Fähigkeiten im Fechten zu verbessern? Nee, erstmal suchen wir hier alles ab, bevor wir mit dir weiterquatschen, mein Freund. Was du so alles Schönes versteckt hast in deinem Lager hier. Er freut sich, dass er Besuch hat. Magieschal erhalten, jawohl. Den rüsten wir dann gleich mal aus. Jo, und den gehen wir natürlich Luca, glaube ich. Ne, Quatsch, Luca nicht, weil, ja, die hat ja schon das Sichtfeld, das ist nötig. Also bekommt Male das. Genau. Jo, danke John, dass du mir zustimmst. Was? Der König ist verletzt? Ich verstehe. Bitte geh, all dieweil ich nichts tun kann. Pass mal auf, mein Freund. Der Held bin ich nicht. Nichtig sind meine Taten. Komm, ein bisschen mehr Selbstvertrauen, mein Freund. Ja, als Froschgestalt schwierig, ne? Ja. Jetzt habe ich tatsächlich mal die Konversation getroffen, die wir da wirklich hatten. Okay, da ist nichts mehr drin, also würde ich sagen, raus hier. Der Held bin ich nicht, ja. Jupp, das war's. So, hier treffen wir einen besonders... war aber irgendwie doch wichtig, glaube ich. Besonders nervigen Gegner. Nämlich diese... Nu oder Gnager, ich weiß gar nicht, welcher das war. Der Typ da. Der haut uns nämlich jedes Mal immer bis auf 1 runter. Ist besser wie zu spät, ne? Also es geht noch. Also das war bestimmt wieder so ein Skill, wo er es auf 1 runter haut. Das machen die gern. Ja, das kennt man ja. Das Blaue da, ich glaube, der macht das.
In vielen Rollenspielen gibt es solche Monster. 1000. Ja, er macht sie wieder. Der hat da ordentlich Lebensenergie, über 1000, 1100. Das ist mir während der Aufnahme gar nicht aufgefallen. Mhm. Naja, aber ein paar Mal drauf und dann ist das Ding auch Geschichte. Der Vorteil ist, er kann nicht töten. Also wenn der Frosch weg wäre, dann kann er nichts machen. Ja, deswegen immer drauf auf den Frosch. Mhm. Rums. Ja, es ist auch random, dass er erscheint. Das war jetzt relatives Glück, wenn man von Glück reden kann. Denk's mal. Autsch. Meine Güte, der haut aber rein, du. Ja. Er dürfte nicht mehr allzu viel haben. Ja, wie gesagt, er kann dich eh nicht töten. Höchstens der Frosch könnte dich ärgern. Ja, was er wahrscheinlich auch gleich tun wird. Ja, und da wollte ich gerade eigentlich den, genau, und jetzt. Ja. Ganz schön pervers, das Monster. Rule of Rose, das ist aber eine Aussage. Rule of Rose lässt grüßen, ja, genau. Kann man nicht ganz vergleichen. Ja, der Frosch hat es doch noch zu sich geholt. 34 Testpunkte, wenn das nichts ist. Auf jeden Fall. Geil. Leider nicht. Okay. Hm. Ja, gut, dass wir ordentlich nachkaufen können. Also mit dem Geld, was wir haben, hier ist ja. Muss einiges dran glauben von den Teilen hier, von den Ethermeds. Aber den machen wir auch noch fertig. Dürfte eine relativ kurze Geschichte sein. Mit seinem ekligen Wasser. Gratuliere. Es war ja ein Abt, ne? Ja, genau, dass ich, Rule of Rose. Ich vermute, nichts war so schwer wie die kotzende Meerjungfrau. Genau, genau. Ja, da ging es um Rule of Rose, dass ich das gerade durchgespielt habe. Oh Mann. So. Da lassen wir die Monster Monster sein. Hm. Na, ich weiß nicht. Ja, jetzt geht's darum, wo es weitergeht. Meine Vermutung war im Schloss, allerdings. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ich meine, wir müssten jetzt den kleinen Jungen erst einmal wo treffen, oder? In ein Gebirge gehen, aber ich glaube, im Schloss geht's nicht weiter. Ich meine, aber der ist im südlichen. Wenn, dann ist er in dem südlichen Dorf. Oder hast du ihn schon mal in dem Dorf gesehen? Naja, aber auf jeden Fall war da seine Wohnung. Ah, okay. Weil der müsste ein. Okay. Da unten. Mhm. Das vielleicht mal überprüfen. Könnte was sein, das jetzt. Mein Sohn, der legendäre Held, muss am Haferschleim liegen. Und dass ich sein Vater bin. Ja, der ist stolz auf seinen Sohn. Okay. Haferschleim liegt es, glaube ich, nicht, aber. Ja, nein. Ja. So, Opi, was los? Komm. Mein Enkel ist ein mutiger Held, das hat er von mir. Ah ja,
Alle glauben, dass wir es von ihm haben. Naja. Verzweifle ich, ja. Ja, ansonsten wird er wahrscheinlich hier nirgends sein. Hast du dir schon mal das Gebirge angeguckt? Nee, habe ich noch nicht. Da habe ich nämlich den Ausgang total, den Eingang auch in der Gegend total übersehen. Was wir auch gleich sehen das scheint werden. Scheint nicht zu gehen. Man erkennt es immer so an einem Pfad. Ne? Da oben. Ja, da warst du schon richtig. Das meine ich. Da mal dran gehst. An dem Pfad da ein bisschen weiter rechts. Hm? Genau. Ja, dann geht's hier weiter, definitiv. Ja, wahrscheinlich sehe ich das immer nicht so richtig gut. Ich sitze nah am Fernseher, alles verpixelt. Gut. Ach komm, ist schon gut. Nun gut. Zack. Immer drauf. Wenn sonst nichts hilft, dann hilft pure Gewalt. Werde ja, ich total. Mal. Genau. Stimmt schon mir zu. So kann man natürlich auch was verfälschen. Sehr gemütlich, die Gegner. Und fette Tashpoints. Yay. Immer drauf. Napalm, ja, der haut gut rein. Oh. Und ordentlich Kisten sammeln. Kisten sind immer wichtig. Und verborgene Wege finden. So, dann schauen wir uns mal alles genauestens an. Ah! Na, wenn das mal nicht der legendäre Held war, der da vor Monster weggelaufen ist. Ja, aber zu Hause würde er was ganz anderes erzählen. Na, schauen wir mal. Was für ein furchtbarer Ort. Nichts wie weg von hier, solange es noch geht. Ach, du mit deinem Riesenhammer da. Dich mache ich platt, mein Freund. Immer drauf, ordentlich mit Magie. Gewitter. Burn, Baby, burn. Jo. Aber der Hammer ist weg. Den Hammer erstmal weggemacht und dann gleich drauf. Ja, dann hatten sie mir auch im letzten Part gesagt mit dem Hammer, dass man den mit Feuer da weg. Kommt, aber ich habe schon mehr vergessen gehabt. Jawohl. Naja. Siehst du, hier gibt es auch noch einen schönen Weg zu erkunden. Und eine Wunderhand. Klingt nach Waffe für mich. Ja, kannst du übrigens auch jetzt schon ausrüsten, auch wenn er nicht dabei ist. Musst du nur, wenn du da drauf gehst, ja? Und jetzt einfach noch weiter runter. Genau. Genau, sehr schön. Und dann rein mit dem Ding. Sehr gut. Es hat mich sehr überrascht. Ja, hätte ich nicht gedacht. Aber so, es freut mich, dass ich dabei sein darf. Genau, in Form eines Robos. So, und dann schauen wir mal hier oben die Leiter. Da sitzt einer und pennt. Aber wir gehen erstmal hier lang und holen uns noch diese nette Kiste mit einmal Belebung. Mhm. Immer schön alles absuchen. So, mein Freund, wollen wir dich mal wecken gehen? Ja, sieht so aus. Ach, der brummelt da vor sich hin. Er lässt sich nicht stören. Nee, anscheinend nicht. Ah, jetzt wird der erstmal geweckt von dem anderen.
aber die kriegen jetzt eure Quittung dafür. Was geht denn hier eigentlich noch? Na, erst muss der Hammer weg. Mal drauf auf den Typ. Und den anderen haben wir gestorben. Auch erledigen. Den anderen erledigen wir auch noch. Jawohl. Ja, Kronos Doppelschlag, der ist immer wieder geil. So, mal schauen. Da links geht's auch noch lang. Denke ich mal. Ja. Müsstest, wenn du links, so links dran bleibst, müsste man da eigentlich durchkommen. Ja. Ja, genau. Sehr gut. So, weiter im Text. Hier geht's nicht lang. Eieieiei. Naja, sie halten ja zum Glück nichts aus. Nee. Die schmeißen auch schnell ihren Hammer weg. Einmal drauf mit Feuer und dann... War's das? Genau. Aber erstmal Napalm ausprobieren. Sehr nett. Ja. Napalm wirkt also auch gegen den Hammer. Ja, ich weiß nicht, worauf John jetzt sagt, aber na gut. Ja nun, Dreamy, nun komm mal hier, entscheide dich mal, was du machen willst, mein Gott. Dauert ja ewig hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Hau drauf da, zack. Geht doch alles. Umso besser. Genau, umso besser. Ja, die Zeit vergeht schnell, wenn man Chrono spielt, ne? Stimmt, der Part ist fast schon wieder vorbei. Jetzt holen wir uns noch diese Truhe hier, wenn es mal klappen würde. Ach Mann, er will nicht. Ah, jetzt. Okay. Jo, dann gehen wir nochmal weiter hier auf die Gefahr, dass da was kommt. Ja, den nehmen wir noch mit und danach würde ich sagen, Ende im Gelände hier mit dem Part. Gut. Naja, jetzt wo du weißt, wo es weitergeht, ich glaube, da wirst du auch keine Probleme mehr bekommen. Der Rest ist ziemlich eindeutig, sagen wir mal so. Ja, das würde ich auch mal so sehen. Ah ja. Der ist auch ziemlich schnell Geschichte jetzt hier. Wie gesagt, auf die Hammer-Typen am besten immer erst einmal Feuer, weil dann sind sie anfällig, weil dann der Hammer weggeht. Ganz genau. Feuer, mein Freund, Feuer. Er stirbt jetzt eh.
Ja, Freunde, das war's dann mal wieder mit Let's Play Chrono Trigger. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Chrono Trigger. Bis dahin sage ich ciao, bye bye, euer Dreambird. Und das letzte Wort hat natürlich mein lieber Gast, der John. Bitte sehr. Ja, freut mich, dass ich wieder dabei sein durfte. Es ist eine richtig geile Quest, die da kommt. Die zieht sich noch ein bisschen, aber im guten Sinne. Also die wird richtig, richtig geil. Ich freue mich schon auf ein ganz besonderes Dungeon. Das werde ich dann in den Kommentaren erwähnen. Ja, viel Spaß noch dabei und macht's gut. Ciao.